Kennen SEO-Profis eigentlich geheime Tricks, mit denen man ein besseres Ranking erzielen kann? Und wie sieht das Ganze aus mit Private Blog Networks? Sind Private Blog Networks oder PBNs wirklich so gut, wie viele behaupten? Dieser und anderen Fragen gehe ich in der heutigen SEO-Kratie-Fragerunde nach, hier vom Fuße der Bavaria. Gibt es geheime SEO-Tricks, die nur Profis kennen? Nein, gibt es nicht. Also es gibt natürlich ein paar Tricks, die vielleicht so ab und zu mal funktionieren für relativ kurze Zeit. Ein Beispiel ist zum Beispiel, dass wenn man sich überlegt, der Googlebot ist ja mit einer bestimmten Kennung unterwegs, meistens mit einem Mozilla Firefox, und da gibt es eben manche, also diese Kennung ist meistens veraltet, und da gibt es manche, die eben ausnutzen und dann zum Beispiel über eine veraltete Kennung die Sicherheitslücken von Firefox ausnutzen und so dem Googlebot andere Sachen vorspielen. Das sind so Kleinigkeiten, die vielleicht so für kurze Zeit funktionieren, aber normalerweise gibt es keine Geheimtricks oder sowas, die irgendwelche SEO-Profis haben. Was einen guten SEO von einem schlechten unterscheidet, ist so ein bisschen, dass jemand vielleicht besser priorisieren kann und besser sagen kann, was er zuerst macht und was wichtiger ist als anderes. Das ist so ein bisschen was ein Profi vielleicht besser kann als ein Einsteiger. Kann ich mit PBNs meine Webseite schneller nach vorne bringen? PBNs, also Private Blog Networks, sind Netzwerke, die eben private Linknetzwerke, die man sich selbst bauen kann oder die eben andere Leute für einen bauen, wo man eben die komplette Kontrolle über alle Links hat. Und die sind eben schwerer zu erkennen als öffentlich verfügbare Linknetzwerke, die man zum Beispiel auf Marktplätzen oder sowas, wo man da Links kaufen kann. Der Vorteil ist, also man kann definitiv damit gute Rankings erzielen. Es ist halt immer nur die Frage, für wie lange. Linknetzwerke sind von Google verboten. Google möchte nicht, dass man Linknetzwerke benutzt. Und früher oder später kommen sie in der Regel drauf auf so ein Linknetzwerk und finden das Ganze und strafen dann eben die eigene Webseite ab. Das heißt, man wird im Ranking weiter nach hinten geschoben, als man vorher war. Und deswegen sollte man Private Blog Networks nicht für Websites benutzen, die einem langfristig auch am Herzen liegen, sondern eben für Websites, wo man auf den Verlust verzichten kann von guten Rankings, wo man dann sagt, okay, dann baue ich eben jetzt die nächste neue Website. Sind PBNs denn eine schlechte Strategie? Wie gesagt, da kommt es eben darauf an, was für eine Strategie ich verfolge. Wenn ich jetzt quasi einen großen Online-Shop bauen will, vielleicht auch mit Mitarbeitern, irgendwas wirklich Nachhaltiges aufziehen will, dann würde ich auf keinen Fall PBNs verwenden. Wenn ihr aber sagt, ihr seid ein Affiliate und ihr wollt kurzfristig Geld verdienen mit einer relativ kleinen Webseite und wenn die dann eben mal über den Jordan geht, weil Google die eben entdeckt hat, dann ist das nicht so schlimm. Dann ist eigentlich gegen PBNs nichts einzuwenden. Google sagt natürlich, es ist nicht schön, aber das ist klar. Aber ihr solltet eben dann eben gucken, was für eine Strategie ihr macht. Aber wenn ihr nachhaltig mit eurer Webseite Geld verdienen wollt, dann lasst am besten die Finger von PBNs, denn die sind einfach nicht geeignet für eine seriöse Webseite, die dauerhaft auch gut ranken soll. Ja, was meint ihr dazu? Habt ihr Fragen oder Kommentare? Könnt ihr gerne die Kommentare auch posten. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr natürlich auch unseren Kanal auf YouTube abonnieren.